Guten Morgen, Köln! Hey, guten Morgen! Ja, die Eindrücke waren herausragend, weil es ist toll zu sehen, wie sich hier junge Menschen auf den Weg machen und im Rahmen ihrer Möglichkeiten Projekte für uns, für unsere Gesellschaft nicht nur herstellen, sondern tatsächlich dann auch umsetzen und die dann hier live vor Ort erleben zu dürfen, von jung bis alt, von den Kleinsten, die hier Filme drehen mit ihrem iPad bis hin zu den 3D-Brillen, bei denen man oder mit denen man unendlich viele Informationen in kürzester Zeit aufnehmen kann, die, denke ich mal, so ein Schulbuch gar nicht transportieren kann. Also schon sehr, sehr beeindruckend, was hier geleistet wird. Und ich bin dankbar, dass sich so viele junge Menschen auf den Weg gemacht haben, A, sich hier tatsächlich zu präsentieren, aber B, natürlich auch darüber hinaus sich tagtäglich mit diesem Projekt beschäftigen, um für unsere Zukunft hier, für die Digitalisierung Herausragendes zu leisten. Ja, die größten Herausforderungen sehe ich eigentlich darin, dass wir diese tollen Projekte, die es an einzelnen Schulen tatsächlich schon gibt, in die Fläche bekommen, dass wir das Know-how zu den Lehrern bekommen. Also Stichwort Lehrerausbildung, Lehrerfortbildung, das ist jetzt meine Aufgabe, die Aufgabe des Landes, hier entsprechend Angebote zu geben. Aber es liegt auch in unserer Aufgabe hier, die Schulen auszustatten, also dass die Verkabelung, die digitalen Endgeräte, alles, was man dazu braucht, das ist die Zukunftsaufgabe in den kommenden Jahren und der widme ich mich sehr gerne. Wir haben hier keine Zeit mehr zu verlieren. Wir müssen hier wirklich schnellstmöglich tätig werden, weil sonst verlieren wir auch den Anschluss gegenüber anderen Ländern und von daher sind natürlich solche Tage wie jetzt dieser heute hier in Köln, der ja zum 5. Mal schon stattfindet, darüber freue ich mich sehr, sind natürlich Gold wert und ich hoffe, dass es nicht das letzte Mal ist, dass ich diese Veranstaltung hier besuchen darf.